noch, liebe Leute, es geht heute weiter mit unserer kleinen Tour durch durch Angel Short natürlich. So, jetzt habe ich es. Es fehlen noch einige Haltestellen, auch hier oben noch. Es hat zum Beispiel noch mindestens eine Haltestelle, die nicht auf Stufe 5 ist. Das ist nämlich diese hier. Aber das kriegen wir schon zeitnah hin. Auch gut, das wäre eigentlich durch auf 5, aber es fehlt uns nur noch diese Haltestelle. Und wenn wir dann fertig sind, machen wir mit St. Anthony weiter. Da fehlt uns nämlich auch noch ziemlich alles. Aber das kriegen wir schon irgendwo hin. So. Wenn wir dann Lakeside View durch haben. Wenn wir dann noch die Lakeside View haben, dann hätten wir zumindest den ganzen oberen Teil schon mal hoch. Und dann könnten wir so nach und nach hier unten ein bisschen weitermachen. Da sind nämlich die Stadtteile nicht mehr so groß. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem letzten Teil West Oakwood. Und dann geht es weiter, wie gesagt, St. Anthony. Das müssen wir noch ein bisschen abfahren. Und dann hätten wir zumindest auch fast alles da oben, will ich. Los geht's. Rote Wellen. Auf geht's. Ja. So, Munzen, junge Dame, ich. Wir machen es aber anders. Ich hüpfe gerade. Ich mache mal eine Schnellreise da hoch, weil ich brauche das. Ich will das Ding selber fahren. Weil ich brauche die Haltestellen. So, lass mich raten. Ich stehe natürlich wieder auf der falschen Seite. Das ist manchmal nicht zum Kotzen. So. Gut, dass ich. Ist der gleiche Fahrer wie gestern. Das ist er schon, der läuft nämlich gerade hier. Genießt du die Fahrt? Raus mit dir, ich will sie. So. Gut. West 3rd Street. Warte mal, ich muss jetzt selber ein bisschen abbauen. Ach, wir machen es selber. Los. So, links auf die Stelle ist Chinatown West. Die habe ich ja auch nicht mehr gerechnet gerade. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21 mit dem nächsten großen Teil. Es sind ein paar Haltestellen noch zu fahren, ein bisschen was zu fahren hier oben. Aber das haben wir auch relativ zeitnah erledigt. Ich lasse den kurz mal raus. Es wird. Es schiebt sich, aber es wird. Wie gesagt, das sind jetzt noch. Es fallen jetzt bald zwei weitere Stadtteile dazu, wenn wir jetzt hier nämlich die ersten beiden Haltestellen, Chinatown West und so nehmen, wenn wir die haben. Hopsa. Ich würde mal sagen, ich habe spontan ein bisschen die Kurve zu Ende gefahren. Nee, das ist ja hier oben. Gib mir bitte mal eine Information, die ich. Wie viel kriegen wir da mittlerweile eigentlich pro Zeittag? Einfache Fahrt, bitte. Ja, ja. Wir kriegen ja gut Geld pro Haltestelle mittlerweile. Chinatown West. So. Danke. Jo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich habe hier übrigens eine kleine Liste mir aufgeschrieben. Wir fahren nämlich. Wir haben zwar einige alte Stadtteile schon auf 5, aber wir müssen halt die Haltestelle mit dabei machen. Also machen wir das alles in einem Rutsch. Da brauche ich nicht. Da brauche ich nämlich nicht
so Dinge abzuhalten. Dann sind wir relativ zügig durch. Also wenn ich ehrlich bin, wenn wir das alles durch haben hier mal, diesen großen Teil, das, was wir jetzt gerade dran sind, nämlich die Haltestellen aufzuwerten und die Stadtteile, das machen wir ja alles zusammen. Fehlt es nur noch der große Teil mit den alle Stadtteile auf die 4,5 Sterne bei der Rundfahrt, genau. Wenn wir das alles haben, dann sind wir durch. Und dann haben wir Angel Chance abgearbeitet. Liebe Leute, Seaside Valley ist nämlich das nächste große, was wahrscheinlich schon, aber ich habe bereite gerade vor, also das werde ich schon geschrieben gemacht auf jeden Fall, und es wollen mehrere machen, machen wir es auf alle Fälle noch. Und wenn nicht, dann ja, ich habe bestimmt was anderes Schönes davor. Ich habe noch ein paar Spiele auf der Platte drauf. Sag mal, du fährst ja schlimmer als ich. Guess es. Jetzt sag mal, dass ich die Haltestelle 5 auswerten kann. St. Anthony Church. Hi. Jetzt ist es auf 4. Hey. Weil wir mittlerweile schon in St. Anthony sind, das ist der nächste Stadtteil schon. Ich fahre jetzt die Haltestelle. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. So. Jo. Hallo. Hallo. Wo ist denn der Musikhörer? Da hinten. Alle. Ist das da? Ja, das ist sehr laut. Ich höre das hier vorne und ich fahre einen Gelenkbus. Aus sieht man den Hafen. Du solltest es mal besuchen. Jetzt. Der stand ja ein bisschen schräg, der Bus. Genau, die Haltestelle ist da vorne. Schau dir. Regatta und Jetty ist auch auf 4. Morgen halte ich meine erste Präsentation vor dem Vorstand. Ich bin schon etwas nervös. Ich hab keinen Bock mehr. Meine Fresse. Komm auf die Bitte, das Zimmer. Meine Fakata einfach. Fakata. Zimmer und Ticket, Tageskarte. Nächste. So. Ach, jetzt hab ich jetzt. Ja, dann verarsch mich nicht und sag mir, ich soll die abbiegen. So, also. Dreht sie gerade aus, okay. Ich meine, alles, was wir jetzt mitnehmen können zum Aufwerten, ist super. South Regatta ist jetzt auf 2. Da haben wir damit ein bisschen was mit zu tun. Da müssen wir noch Minimum 3-mal fahren. Seniorentechnik, einfach wackerte. Hi. Hallo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Kannst du bestimmt. Ob du es darfst, ist eine andere Sache. Danke. So.
Noch eine Karte. So. Durch den Zug und weiter geht die Reise in Richtung Nimbleton City. So ist die nächste Haltestelle. Na gut, ich hätte auch da vorne dann abbiegen können, aber ist egal. Oh, er will so rum. Naja, nimm mal die kürzere Wegstrecke. Ja, das ist die Ecke hier. So, die ist da vorne, die Haltestelle. Das ist sogar ein Rollstuhlfahrer dabei. So, Haltestelle ausgebaut werden, haben wir gerade getan. Ebenfalls auf 2, das ist das Problem. Die waren so nie gefahren, das ist die Haltestelle. Nur zum Anbinden, dann ist es kein Problem. Musste halt, aber das kriegen wir schon irgendwo hin. Wir sind ja fast fertig dann schon mit dem oberen Teil. Ein bisschen ist es noch, aber viel ist es nicht. Es ist noch ein Stück. So. Türchen zu. Und weiter geht's Richtung die Bachelor Middle School. Natürlich. Die hatten wir ja schon lange nicht mehr. Erst in der letzten Folge. Also mit eingebaut. Wie gesagt, ich spiele natürlich. Ich wünschte, wir hätten damals so etwas gehabt. Das waren andere Zeiten. Auch in meiner Jugend war es definitiv alles anders. Da war nicht so viel mit Videospielen. Das kam ja dann immer alles nach und nach. Ich bin damals 4 mit Freunden immer auf dem Fußballplatz gewesen und eigentlich 4-5 Mal Tage die Woche bei jedem Wetter, Regen und Schnee und alles drum und dran. Ja, es ist alles andere Zeit als hier, als jetzt. So, welcher Middle School? Haben wir auch nicht so oft gefahren, ne? Wow, perfekt geparkt. Auf 3. Ist das ein Tornado? Wer weiß. Ist leider eingepennt, ne? Sehe ich gerade. Eine Fahrkarte, bitte. Ah, warte mal. Senior-Ticket, Tageskarte. Einfache Fahrt, bitte. Ich hoffe gerade hier, wo ein Ei gepennt ist. Da. Das wäre schon gewesen. Ich glaube, die Rollstuhlfahrer haben selten irgendwie kein Ticket. Oh, guck mal da vorne, was da vorne gerade vorbeigefahren ist. Der Galactbus, der Dingsbus. Der ist er doch. Der fährt die Rundfahrt. So, sieht jetzt quer. Nee, das ist eine falsche Haltestelle. Das ist die. War die 5, da kommt nämlich der andere Bus dahinter. Ja, wie gesagt, aber der Dienstbus, wenn der mir natürlich die Aufgabe abnimmt mit den großen. Die Zufriedenheit. Das wäre super. Aber ich weiß nicht, wie die NPCs fahren. Ach, das ist schon die Endhaltestelle. Seedrift Square ist ausgebaut. So, die rote Dings. Das ist die hier, ne? So. Wie ist es nicht? Rote Welt.
Das ist doch gut, dieses. Matcher Middle School. So, ist doch gut. Wo ich jetzt gerade bin, ist hier. Die ist schon noch fünf, ne? Jetty, Matcher, Regatta and Jetty. South Regatta, Sea Drift Square. So, die nehmen wir jetzt raus hier. South Regatta. So, ich guck gerade, ob wir alle raus haben jetzt. Sind Anthony. Regatta and Jetty. Da oben ist ja auch raus. Chinatown, Florida Avenue, West, West Oakwood Heights, West 3rd Street. Es fehlt halt, wie gesagt, oben durch diese eine Haltestelle. Die fehlt Florida noch. Avenue. Oakwood fehlt auch diese Mittel, diese China-Haltestelle da. So. Und jetzt hier. Da geht's lang. Ich habe jetzt natürlich die City Square rausgenommen, weil ich die nicht mehr in der Haltestelle brauche. Wie gesagt, es sind jetzt bei dem anderen West Oakwood und sowas sind jetzt auch nur eine Haltestelle. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich es tatsächlich schaffe, die Haltestelle rauszunehmen. Ja, dann sollte ich zu nah irgendwo ranfahren. Ich baller jetzt hier gerade schön durch die Stadt durch. Auge zu und durch. Aber ich glaube, die ist da oben, die Haltestelle. Das ist diese hier. West 3rd Street. Ich hoffe, dass er mir jetzt gleich sagt, jetzt baue die aus, weil ich will die gerne einfach abschließen irgendwann. Immer noch nicht. Lange kann ich es ja nicht rausnehmen. Hinten ist noch eine Tür, die offen steht. Da oben eigentlich immer noch die auf die Brücke zu ist. Weil rein theoretisch hätten wir ja alle Teile durch. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade straight dabei, die ersten beiden Teile dieser Mission wegzuballern. Den ganz großen Block. Das heißt, alle alten Stellen auf 5 und alle Stadtteile auf 5. So, sind wir wieder an meiner Lieblingsecke und ich will sie, wie gesagt, gerne einfach weg haben. Ah, das hättest du doch locker geschafft, den auch darüber zu fahren.
so, jetzt sind wir in Chinatown West. Das ist immer noch so eine Haltestelle, die auch unbedingt noch mitgenommen werden, die hoch muss. Dann hätten wir nämlich Oakwood weg. Das ist, glaube ich, die letzte Haltestelle in Oakwood. Thema Oakwood. Erledigt. Hallo. So, ich darf jetzt Oakwood von meiner Liste, von meiner klugen Liste streichen. Oakwood, einmal rausnehmen aus der Haltestelle, bitte. Es fehlt noch West Oakwood. So, warte mal. Danke. Hey. Ich bedenke, dass ich fast 2 Parts pro Stadtteil brauche, aber wir haben ja schon ein bisschen was geschafft. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt, dass da ein paar kleinere Sachen dabei sind, die wo wir wahrscheinlich alles in eine Folge packen können. Aber gucken wir dann einfach mal. Also, Shadowton West ist weg von der Route. Ich nehme mal gerade die. Wir haben ja eh es ist ja Jacke wie Rose jetzt gerade. Matcher Middle School. Chinatown, Chinatown West. Chinatown West, kann man ja runternehmen von der Route. St. Anthony Church. Die wird jetzt immer kleiner, die Strecke. Also, Thema Oakwood. Check. Heide Park, Oakwood haben wir jetzt drauf. Arnold Park ist weg. Wie gesagt, das sind ja auch einige, wie gesagt, sind einige Strecken, einige Stadtteile noch dabei, die relativ kurz sind, wo das so eine Straße ist, wo da 5-6 Haltestellen sind. Das ist ja nicht alles so groß wie das hier. Leider immer noch nicht. Ach so, warte mal. Da ist ein Stadt, da ist doch die Olle da, die rote Fahrerin, die draußen ist. Hallo. Ich Hallo. Hoffe, dieses neue Busunternehmen schafft es, pünktlicher zu sein als das alte. Sagst du, ich komme zu spät, ne? Ich möchte mehrere Fahrkarten kaufen. Und siehst du, das ist genau das, was ich meine. 60 Cent brauchst du zurück. So, deutsche Fahrer. Ja, ihr habt doch genug Busse. Sind ja noch genug Busse unterwegs von NPCs. Weil ich bin ja, ich muss ja nur meine Aufgabe erledigen. Alles andere lässt sich da machen. Und die große Finale fahren wir dann mit dem Doppelstockbus. Oh ja, Regala und Jerry. Roter Wild. Kann auch raus. Regala und Jerry. Matcher Middle School. Wo ist denn die? Regala und Jerry ist die 3. Regala und Jerry. Raus damit. Regala und Jerry. Ich bin jetzt nicht mehr angefahren hier. Ist ja noch die alte Routenplanung. Ich mache die Route jetzt gerade alles kleiner, als ich wollte, weil dann kann ich sie natürlich auch mal löschen. South Regatta. Ist hier vorne. Und danach mache ich einen kleinen Break. Und dann fahren wir den Rest nämlich in der nächsten Folge weiter. Ja, keine Meldung, dass ich einfach abbauen Hallo. Kann. 5 ist das, ist natürlich eine Hausnummer. Doch, hatte ich ja gerade ausgemacht werden, tatsächlich. Sie ist aber auch erst Stufe 3.
glaube, das liegt eigentlich so ein bisschen auch daran, was, wie viele Fahrgäste gerade so dabei sind. Oder eigentlich, wie wir oft mal so anfangen. Limits und Sea Drift. Das war sehr spät erst aufgeploppt. Ich weiß, Schlafwitzen. Jetzt kostet mir alles Zeit. Hört das noch irgendwer? Nee. Oh, Entschuldigung. Ich kann ja immer so ein bisschen kurze Strecken verbinden. Also gerade wenn ich eine Haltestelle pro Stadtteil habe, brauche ich das. Dann kann ich das also so machen, wie ich das hier auch gemacht habe, dass ich dann quasi die Haltestelle als Starthilfe nehme und dann straight immer wieder lösche. Wieso habe ich das jetzt mit Oakwood gemacht, mit eingebunden, habe die jetzt nach und nach abgefahren, so muss ich dich jedes Mal über die Stadtteile erfahren. Dass sie jetzt keine Nachfrage generieren, sollte eigentlich jedem klar sein, das ist auch egal. So. Nimm jetzt den Seedrift, geht auf 3. Ich bin in Copperpot aufgewachsen, aber ich habe hart gearbeitet. Ich kann mir jetzt ein Haus in Millbrook leisten. Geil! Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Ja, 20 Cent. Diese gigantische Sandstadt. So. Gut, die Metro Middle School. Nächster Halt. Metro Middle School. So, aber ihr habt die genickt. Links herum. Dann gibt es hier die Mitchell Middle School und dann hätten wir es auch einmal durch. So, dann nehmen wir das Ding durch. Matcher Middle School. Er ist auf 4. Ist auf 4, ne? Matcher Middle School. Ja. So. Gut. Und in der nächsten Folge werde ich sagen, fahren wir dann das ganze Ding noch einmal oder zweimal, weil wir das nach und nach ausgebaut haben. Und dann könnten wir, wenn alles gut läuft, schon das Ganze oben abgearbeitet haben. Bis dahin. Und bei Bus 121.